So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD. Heute am Freitag, kurz vor Halloween. Dann schauen wir mal, was die Märkte uns da noch so für eine Überraschung vielleicht bereithalten oder auch nicht. Oder ob sie doch noch das Szenario abarbeiten werden, was ich am letzten Wochenende ausgearbeitet habe. So, erstmal wieder der Risikohinweis. Das ist keine Aktienempfehlung oder Anlageempfehlung. Ei, jetzt ist per Doppelklick mein Guidance beendet worden. Kleinen Moment. Müsste gleich wieder da sein. Zwar ein bisschen. Sind wahrscheinlich die Charts nicht ganz so da, wie ich sie vorbereitet habe, aber das geht auch sicherlich so. Ich habe nämlich zuerst den S&P 500 Index mitgebracht und da hatte ich noch eine zweite Linie, da hatte ich jetzt ja kein spezielles Setup vorbereitet, sondern hier wollte ich jetzt eben mal noch schauen, wo welche Marken hier wichtig sind. Und hier war eben noch eine Abrisskante bei 2096 und eine wäre hier knapp über der 2100er Marke. Also alles, was jetzt dann wirklich hier über diese Marke gehen sollte, das wäre wirklich also im direkten Anschluss von dieser Rallye-Bewegung, wäre wirklich eine komplette Überraschung hier auch. Hier schalten wir kurz auf die JFD-Indikation und da sehen wir eben, dass der DAX jetzt nicht der DAX, der S&P 500 im vorbörslichen Handel die Marke von 2100 genau erreicht hat und jetzt hier vielleicht eine Umkehrkerze eben auf das Parkett dann zaubert, noch vor Halloween. Aber das ist natürlich alles noch sehr früh. Oder auch ein Wunschszenario jetzt hier, dass er wirklich an der Marke exakt abprallt und dann eben die erwartete Korrektur dann einleitet. Also hier ist es eben auch dann vom S&P 500 Index eine Korrekturbewegung möglich. Dann schauen wir den Nasdaq 100 Index an. Hier schalten wir zuerst auf die richtige Parkettbörse Nasdaq. Gestern sollte er auf keinen Fall eben hier drüber schließen, auch nicht mal, sage ich mal, Intraday drüber handeln. Das hat er erstmal so gemacht, aber die Kerze ist jetzt auch zwar innerhalb des Kerzenkorbes geblieben, aber jetzt nicht unbedingt schwarz oder auch nicht besonders, ja, bärisch. Und hier ging eben das Spielchen heute früh eben auch weiter. Der ist gestiegen. Über die Marke drüber, hat eben auch wieder fast die runde Marke dann ja von 4700 genau erreicht. Also spiegelt das genau die Marke wie im S&P 500, die 2100er Marke wieder. Auch hier sind jetzt die vorbörsliche Notierung, bröckelt ein bisschen ab. Und hier kann man, wer auf, oder wie ich jetzt eben schon ein bisschen auf das bärische Szenario versteift ist, muss eben hoffen, dass diese Kerze mindestens so bleibt oder natürlich noch bärischer wird, indem sie halt am Ende des Tages ja Richtung 4650 auf jeden Fall abfällt. So, das waren jetzt die zwei wichtigen Indizes und natürlich der Dow Jones nehmen wir auch noch mit. Das ist jetzt die normale Indikation. Da ist er wieder unter der Linie geblieben gestern noch. Und mit den heutigen Future-Ständen ist er eben natürlich auch ausgebrochen. Warum wechselt hier den Tag? Und kommt eben auch mit einer ja, bärischen Inverted Hammer oder Shooting Star bisher daher. Hier muss natürlich auch der Tag, wie bei dem anderen, natürlich abgewartet werden. Aber solange es noch
so bleibt, beziehungsweise hier ja halt auch nicht diese Marke, also diese 17.930er Marke, beziehungsweise kein Tagesschluss unter der 18.000er Marke feststeht, bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass wir diese Rallye-Bewegung, die sich ja seit dem Tief bis hier hoch um fast 2000 Punkte ausgedehnt hat, dass die natürlich dort irgendwo ein Ende finden wird und eine Reaktion eben zeigt in einer Korrekturbewegung. So, dann kommen wir zum DAX. Zum DAX, der hat heute früh trotz der positiven Vorgaben ist er bei der 10.850 Marke abgeprallt und kommt jetzt wieder im Stundenchart auf dem EMA 10 auf die Rainbow-Oberkante. Hier gibt es jetzt natürlich das Szenario, einfach dass hier jetzt nur, wir sind hier auf Xetra, dass jetzt hier einfach wieder nur das Gap, das heute entstandene Gap einfach schließt. Also hier ist jetzt dann definitiv eine Unterstützung bei der 10.800er Marke. Dann ist es eben hier abhängig, was die US-Futures machen. Und hier könnte es natürlich schon noch sein, dass die bis zur Börseneröffnung wieder leicht steigen werden. Also hier kann ich jetzt keine Aussage treffen, wo der Markt die nächste, also bis zur Börseneröffnung, wo der Markt hingehen könnte. Wenn wir in den unteren Zeitebenen, ja, hier hält eben auch noch die Wolke, der Rainbow sollte eigentlich jetzt hier schon eine gute Unterstützung sein. Das heißt also, man muss im Prinzip noch ein bisschen abwarten, um eine genauere Prognose treffen zu können. Schauen wir noch kurz den Hang Seng Index an. Hier war ja diese Zone ja präferiert, um einzusteigen, aber gleichzeitig habe ich auch gestern schon erwähnt, also hier ist auf alle Fälle auch eine weiße Kerze abzuwarten. Oder ja, mit einer Anfangsposition könnte man sicherlich schon in den Markt gehen, aber da ich eben auf den anderen, auf den großen US-Märkten und beim DAX eine Korrekturbewegung erwarte, passt es dann hier jetzt nicht wirklich so richtig ganz rein. In den anderen Indizes hätte es eben auch schon weiter tiefer gehen sollen, bis der Index diese Marke hier erreicht. Also deswegen sollte, wie erwähnt, hier eine weiße Kerze bzw. hier eine blaue Kerze eben abgewartet werden. So, dann wird es sicherlich heute noch ein spannender Tag, bis dann Halloween wirklich startet und ich melde mich am vor Börseneröffnung oder nach US-Börseneröffnung nochmal wieder. Danke fürs Zuhören und bis später.